Stimmt es eigentlich, dass die Deutschen kaum Emotionen zeigen und deswegen extra Emotionenwörter brauchen? Irgendwie scheint es zu stimmen. Hallo, meine lieben Deutschlerner, ich bin Marina. Willkommen zurück bei Perfektes Deutsch. Heute geht es um Modalpartikeln. Das sind winzig kleine Wörter, die unsere Sätze lebendiger machen, gefühlvoller, emotionaler. Daher werden sie bei Deutschlernern im Anfängerunterricht oft als Emotionswörter bezeichnet. Und viel später lernen die Deutschlerner dann das Wort Modalpartikeln. Es gibt sehr viele Modalpartikel. Damit aber kein Chaos entsteht, beginne ich heute mit den fünf häufigsten und vor allen Dingen wichtigsten Modalpartikeln. Los geht's! Denn ist ein Partikel, der stets bei einer Frage verwendet wird und dafür sorgt, dass Interesse entsteht. Wie heißt du? Das klingt ziemlich neutral. Wie heißt du denn? Das hört sich nach Interesse an. Wichtig ist, und das gilt für alle Modalpartikel, sie werden nicht betont. Die Frage heißt nicht, wie heißt du denn, sondern wie heißt du denn? Die normale Satzmelodie wird aufrechterhalten, das heißt, das Verb und ein bisschen das Subjekt bekommen in dem Fall den Satzakzent. Wie heißt du denn? Wo wohnst du denn? Hast du denn morgen Zeit? Kannst du denn etwas mit meinen Fragen anfangen? Durch diesen Partikel denn in meinen Fragen äußere ich also tatsächlich Interesse. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend, denn das Wort ja ist sowohl eine positive Antwort auf eine Frage als auch ein Modalpartikel. Die positive Antwort auf eine Frage ist jedem klar: Hast du morgen Zeit? Ja, ich habe Zeit. Damit das Wort ja als Partikel funktioniert, wird es in der Mitte des Satzes platziert und dann oft bei Aufforderungen. Du kannst ja mal probieren, die Aufgabe zu lösen. Du kannst ja suchen. Er kann ja nicht immer alles für dich machen. Wir benutzen diesen Partikel bei Aufforderungen oder Feststellungen, bei Fakten. Ich habe ja auch nicht alle Zeit der Welt zur Verfügung. Oft wird der Partikel ja mit dem nächsten Modalpartikel kombiniert. Das ist mal. Du kannst ja mal suchen. Vielleicht findest du es ja. Er hat ja mal keine Ahnung davon, worüber er eigentlich spricht. Oder findest du, er klingt sehr autoritär? Natürlich geht es auch mit einer Frage, die gleichzeitig eine Aufforderung ist. Also alle Fragen mit kannst du. Kannst du mir mal eine Cola holen, bitte? Kannst du mir mal ein Buch empfehlen? Und dann kommt doch. Doch verwenden wir, um einen Imperativ, also einen echten Aufforderungssatz, ein bisschen abzumildern. Und dann kombinieren wir auch noch doch mit mal. Hol mir doch mal eine Cola, ich habe solchen Durst. Der Partikel doch ist also ein echter Imperativartikel. Mach doch deine Hausaufgaben. Bitte, jetzt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, dann müssen wir zu Tante Ingrid fahren. Iss doch mal einen Salat. Vielleicht wäre das besser für deine Ernährung. Auch die berühmte rhetorische Frage, das heißt eine Frage, bei der ich bereits die Antwort ein bisschen kenne, können wir mit dem Modalpartikel doch lebendiger, emotionaler machen. Du kannst mir doch bestimmt ein Buch empfehlen, was ich in dieser nächsten Lockdown-Phase lesen kann, oder? Ich gehe also davon aus, dass mein Gesprächspartner viel liest oder viele Bücher hat
und mir auf jeden Fall ein Buch empfehlen kann? Das ist also eine rhetorische Frage. Und der letzte Partikel für heute ist nur. Mach schnell deine Hausaufgaben. Mit dem Partikel nur, mach nur schnell deine Hausaufgaben, klingt es, als sei das Hausaufgabenmachen eine Leichtigkeit, die eben nur schnell erledigt werden muss, damit wir uns endlich um etwas anderes kümmern können. Durch den Modalpartikel nur wird also die Aktion abgemildert und die Wichtigkeit oder vielleicht sogar der Stress, der mit dieser Aktion verbunden ist, geht verloren. Ich gehe nur noch schnell einkaufen, dann bin ich fertig. Wie ihr gemerkt habt, kombinieren wir den Partikel nur oft mit noch, aber auch nicht immer. Du musst nur dein Zimmer aufräumen, dann kannst du Computer spielen. Wirklich? Och, er sollte doch einfach nur Milch kaufen. Stattdessen kauft er wieder so viel Zeug und der Kühlschrank ist zum Platzen voll. Ihr seht also, Modalpartikel sind tatsächlich Emotionswörter. Es gibt Regeln, es gibt Situationen, es gibt Sätze, in denen nur bestimmte Partikel funktionieren. Das gilt, wie gesagt, vor allen Dingen für den Modalpartikel denn, welcher in Fragen benutzt wird, und den Modalpartikel doch, welcher ausschließlich in Imperativsätzen verwendet wird. Aber die anderen wuseln so in unserer deutschen Sprache herum und machen das Ganze eben lebendig. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Ein lieber Gruß von mir geht an Ahmed Kamal. Schaut auch auf meinen anderen Kanälen vorbei, damit ihr immer genug deutschen Input bekommt und euch nie langweilig wird. Und ansonsten klickt doch eines der nächsten Videos an, damit wir uns schon gleich wiedersehen. Bis dann! Tschüss!